Moin, hallo und herzlich willkommen zu Baufix24 Wissensvideos. In diesen Videos geht es um folgende Themen. Es geht um praktische Tipps rund um den Immobilienkauf, den Kauf einer Eigentumswohnung, den Hausbau, den Hauskauf, die Wahl des richtigen Notars. Es geht um Zwangsversteigerungen, es geht um das liebe Finanzamt. Genau, in diesen Wissensvideos erhalten Sie also viele Praxistipps aus über 25 Jahren Baufinanzierungserfahrung. Ich bin seit über 21 Jahren selbstständig und habe mal viereinhalb Jahre für eine große deutsche Bank gearbeitet und kann Ihnen von daher jede Menge Praxistipps von hinter den Kulissen geben. Gut, lange geredet, jetzt geht's los. Mein Name ist Ralf Schütt und ich wünsche Ihnen jetzt bei diesen Videos viel Spaß. Das Ganze leicht erklärt, ohne Fachchinesisch und versprochen ohne juristischen Tiefgang. Das heißt, leicht und einfach verständlich. Dies ist ein Mitschnitt aus einem Seminar zu dem folgenden Thema. Auch das ist eigentlich ein bisschen gaga. Ja, eine Bank interessiert immer nur die Vergangenheit. So, um es auf die Spitze zu treiben. Wenn Sie wüssten, dass Sie am 1.6. arbeitslos werden, dann würde die Bank Sie heute noch finanzieren. Immer vorausgesetzt, Sie erzählen mir das nicht. Steht aber in keiner Selbstauskunft, da steht nicht drin, werden Sie in 5 Monaten arbeitslos oder in 2. Da steht auch nicht drin, werden Sie demnächst schwanger. Andersrum, wenn Sie heute haben wir den 26. März, und Sie haben zum 1.4. eine neue Arbeit, einen neuen Job, ohne Probezeit. Gibt es heute fast nicht mehr, aber wenn das so wäre, dann wären Sie nicht finanzierbar. Können Sie argumentieren, wie Sie wollen? Ist nicht. Bank interessiert immer die Vergangenheit. Sie müssen als Angestellter in der Regel Minimum 3 Gehaltsbescheinigungen vorweisen können. Sagen, hier, das habe ich verdient. Ich weiß, ich sehe so einige steile Falten auf den Gesichtern. Ich habe das nicht erfunden, ja? Aber so denken die Banken. Ich will Ihnen das ja möglichst einfach machen, sodass Sie eine vernünftige Chance haben, eine gute Finanzierung zu machen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich über jeden Kommentar und jede Frage, jede Anregung. Alles, was Sie mir gerne mitteilen möchten und was Sie speziell interessiert, schreiben Sie mir einfach einen kurzen Kommentar mit Ihrer Frage, einfach hier unten. Und ich beantworte das entweder direkt oder mit einem zukünftigen Video. Ganz lieben Dank und alles Gute. Ihr Ralf Schütt.